Hey, ho Leute und willkommen zu einer neuen Folge Jedi Fallen Order. Und heute haben wir den guten alten Lunabor dabei. Moin, Freunde! Ich bin Lunabor. Ich bin Lunabor. 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 Heute mal links unten in der Ecke. Ja, und ich mache heute mit dem den Star Wars Talk und ich hoffe, ich kriege das jetzt mit den Videos hin ein bisschen besser hin wegen dem Sprechen. Deswegen klappern wir jetzt ganz schnell mal die ersten zwei ab. Wenn du schon nicht gehen willst, nerv mich wenigstens nicht. Diese Aussage. Ah ja, der Max, der hat beim letzten Mal Minecraft nebenbei gespielt. Der hat die ganzen Szenen nicht so wirklich mitgekriegt. Sie die Macht überhaupt noch? Ja. Aber statt mich zu öffnen, unterdrücke ich sie. Du solltest genau das Gegenteil tun. Ich brauche eine Sekunde. Ja, ich wollte eigentlich Luna heute entscheiden lassen, wo wir hinfliegen. Die rosane Kugel. Die rosane Kugel. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass Luna unbedingt zur rosane Kugel will, aber ich habe keinen Plan, wie das mit der Story aussieht. Deswegen fliegen wir mal leider nach Sepho, Luna. Wenn das alles vorbei ist, ist die Zeit gekommen, sich niederzulassen, wissen Sie? Sich verlieben, eine Familie gründen. Verlieben? Sie? Na, warum nicht? Glauben Sie, ich weiß nicht, was Liebe ist? Sie werden es mir sicher gleich sagen. Ich werde es Ihnen sagen. Liebe ist das Größte, aber viel Arbeit. Sie erfordern Bewunderung, Hingabe, Anziehung, tja, und Respekt. Grease, das ist ja fast schon tiefsinnig. Naja, das kommt mit der Erfahrung. Wer so gut aussieht wie ich, bricht immer ein paar Herzen. Sicher. Alles klar. Wir verlassen gleich den Hyperraum. Setz dich. So, bevor wir jetzt nach Sepho gehen, möchte ich dich mal fragen, Luna, weißt du, wann du das erste Mal mit Star Wars in Kontakt gekommen bist? 1800... 1894! Ja. Damals ja, schon. Das Ding ist halt, ich habe halt mitgemacht bei den Sternkriegen, ne? So ist das. Du kommst aus einer weit, weit entfernten Galaxis, genauso wie ich. Ja. Wann... Oh Gott. Boah, da müsste ich echt überlegen. Ich glaube so... ...96? Ungefähr? 1996? Wahrscheinlich mit 3, 4, 5 und 6, ne? Genau. Weil Episode 1 kam ja 1999, glaube ich, raus. Ja, das habe ich dann halt noch... Also das waren dann so die ersten... für mich neun Filme, die ich dann... Ja, ja. Dann kam ja die Sequels, also die Vorgeschichte von Luke. Ja. Wo ich halt sagen muss, ich war damals echt so wenig begeistert von Episode 1, dass es echt irgendwie, dass ich irgendwie erst so 2 Jahre nach Kinostart irgendwie Episode 2 gesehen habe. weil ich irgendwie, weiß ich nicht, Episode 1 fand ich echt überhaupt nicht toll. Ja, also Episode 1, das war ja auch eher so, wow. Also da ist ja einfach wirklich gar nichts passiert, finde ich. Nee, das ist es ja irgendwie. Also, da habe ich gedacht, na gut, wie gut kann schon Episode 2 sein? Ja, ja, Episode 2 fand ich, wurde dann wesentlich besser. Ja, fand ich auch. Finde ich auch. Mit dem Angriff der Klonkriege. Ja, das war gemein. Oh. Ja, also hier, wir spielen ja zwischen Episode 3 und 4, glaube ich. Spielt der Spaß hier. Ja. Aber dann setze ich mich jetzt mal ins Cockpit und wir gucken mal, ob jetzt gleich wieder eine Videoszene kommt. Ui. Da unten tobt ein heftiger Sturm. Vielleicht kein guter Zeitpunkt, um hier zu landen. Ja, da stimmt was nicht. Diese Winde stören unsere Kommunikation. Hey, Cordova hat was gesagt von wegen Friede im Auge des Sturms. Und ich sehe eine Ansiedlung genau in der Mitte. Dann müssen wir dorthin. Ja, verstanden. Der ist so richtig begeistert. Oh, ein paar Rumpler wirst du doch ertragen, Kleiner. Außer der Wind frischt auf.
Sagen Sie dem Schraubenhaufen, ich kann seine Meinung jetzt nicht gebrauchen. Machen Sie sich keine Sorgen, es ist alles in Ordnung. Natürlich ist es das, nur etwas knifflig. Okay, festhalten, festhalten, festhalten. Oh. Ah, perfekte Landung. Greasy bringt's, Baby. Bei mir sind noch viel zu viele Störungen in der Kommunikation. Um das wieder hinzukriegen, brauche ich noch eine Minute. Ich suche bis dahin nach Spuren von Cordova. Gut. Ich melde mich, sobald hier alles wieder funktioniert. Cal, hier drüben. Gute Arbeit auf Bogano. Sekunde. Ich mag Grease, der ist immer so begeistert von allen Sachen. Richtige Frohnatur, ne? Ja. Naja, wo war eine Schlinge? Achso, Episode 2, ja, die war ja dann wesentlich besser, ne? Oh, es war also. Ja, also zum Beispiel Episode 3 ist eigentlich, würde ich so sagen, somit mein Lieblingsteil tatsächlich. Ja, bei mir auch. Also, hast du Rogue One gesehen gehabt? Mhm, der war auch. Also der ist mein Favorit, aber wenn man jetzt von den 1 bis 9 ausgeht, bin ich definitiv bei Episode 3 bei meinem Lieblings. Das ist bei mir genauso. Das ist tatsächlich von vielen Star Wars Fans der Lieblingsfilm. Sehen unfreundlich aus. Aufpassen, BD. Ja, mal gucken, was Disney damit in Zukunft noch macht. BD1. Mein Mandalorian ist noch mal kein schlechter Anfang. Nee, es war aber schon mal ein guter Anfang. Ja, wir müssen aber halt auch gucken, dass sie es auch nicht jetzt. Genau. Wir müssen halt jetzt auch zusehen, dass sie halt jetzt auch nicht übertreiben. Ne? Also, die haben ja, glaube ich, irgendwie. Weiß nicht, wie viele Star Wars Serien und so angekündigt jetzt. Ne? Keine Filme, Serien. Hoffentlich nicht. Habe ich ja gesagt, Serie. Achso. Ich versuche jetzt mich bei ihm. Ja, das meine ich ja eben, aber wenn da irgendwie später dann irgendwie 5 Star Wars Serien im Jahr kommen oder so, dann könnte das auch schon wieder ein bisschen zu viel sein. Dieses Frühjahr kommt noch die Fortsetzung von The Clone Wars. Mhm. Also The Bad Batch. Was? Gute Arbeit. Und dann am Ende des Jahres kommt ja The Book of Boba Fett. Was ist es? Ja. Das ist ja das, was uns in The Mandalorian ja schon angekündigt wurde, wo ich erstmal gedacht habe, geil, die machen Werbung für ein Buch. Da habe ich mir auch erstmal gedacht, was für ein Rotz. Sie öffnet sich nicht. Warte mal, wo hängen die Sturmtruppen rum? Gefällt mir ja mal so gar nicht, dass ich die gerade gehört habe. Ja, The Mandalorian, das war halt schon, es ist halt schon ein harter Brocken, den sie nach, also ich fand ja, die haben Episode 7, 8 und 9 ein bisschen gegen die Wand gefahren. Huch. Ja, ich hatte es ja schon mal kurz irgendwie angeschnitten. Also was mir nicht gefallen hat, was mich ein bisschen genervt hat, ist, dass halt tatsächlich am Ende halt kein Skywalker mehr gelebt hat. Ne? Das hat mich irgendwie ein bisschen genervt, muss ich sagen. Obwohl der Film ja The Rise of Skywalker heißt. Ja. Naja, vor allem, das Komischste fand ich eigentlich, dass Palpatine wieder da war und es gab keine logische Begründung dafür. Also nicht so wirklich. Ja. Also ja, wow, der ist halt in Klonkörper, kann er sich transformieren. Wow. Kann das jetzt jeder? Können wir jetzt im nächsten Film erwarten, dass Luke Skywalker zurückkommt? Oder Leia? Das ist ja, ne? Das ist so eine Sache. Ja klar, Palpatine ist mächtig, aber. Ja. Es ist halt schon. Für mich die einzig logische Erklärung, sag ich mal, in dem Sinne jetzt vielleicht wäre eventuell, weil er ja.
weil er ja damals ja das auch zu Anakin gesagt hat, ne? Dass er ja. Feuer auf den Feind! Dass er das Geheimnis kennt, wie man den Tod verhindern kann, irgendwie. Ja. Das wäre für mich jetzt vielleicht das einzig logische, aber es. Ja, im Allgemeinen ist halt, finde ich. Also wenn jetzt zum Beispiel die Prequels jetzt siehst, da wurden vielleicht effektiv 2 bis 3 neue Figuren eingefügt oder so. So, weil weil primär ging es halt um die Leute von der Originaltrilogie. Und irgendwie, ich finde in den neuen Film ist irgendwie viel zu viele Figuren irgendwie, die nur mal kurz angeschnitten wurden, die aber gar nicht so richtig jetzt irgendwie mehr gezeigt wurden oder sowas irgendwie. Das war irgendwie insgesamt alles irgendwie sehr unbefriedigend irgendwie. Dann ging es nachher dann irgendwie doch wieder dann irgendwie um die Skywalker, obwohl es vorher irgendwie wirkte, als wenn es jetzt irgendwie doch eine andere Richtung einschlägt. Dann wurden Figuren einfach wieder verworfen, hast du einfach irgendwie gar nichts mehr von denen gehört und war irgendwie alles sehr seltsam irgendwie. Ja. Ja, das war definitiv der Fall. Das war alles irgendwie ein bisschen komisch dann auf einmal. Vor allem dann kam Rey und Rey konnte auf einmal alles. Das hat mich auch genervt. Das hat mich auch echt genervt. Luke musste da echt ewig trainieren, ne, um da irgendwie ein bisschen was zu lernen und sie kommt einfach an und kann einfach alles. Ja, vor allem dieser Machttrick, das sind nicht die Druiden, die ihr sucht. Aus Episode 4 konnte sie ja instant quasi. Ja. Hat dreimal verkackt und dann so. Sie machen mir jetzt die Handschellen aus und lassen mich raus und lassen ihren Blaster fallen und lassen die Tür offen. Wow. War schon irgendwie sehr komisch alles irgendwie. Ja gut, Kylo Ren habe ich eventuell noch verstanden, obwohl der Name so irgendwie komisch. Ja, aber der hat ja zumindest auch trainiert. Ich will hier nicht sterben! Ja, du stirbst jetzt aber, du hast einfach verkackt. Aber sie konnte halt einfach instant alles, ne? Also der hat irgendwie den Millennium Falcon einfach repariert. Einfach mal so nebenbei. Ja gut, das habe ich eventuell noch verstanden, weil er halt Schrottsammlerin war. Ja, gut, aber ich meine. Ja. Du musst mal einen Fehler machen. Soll ich dir sagen, was ich an dem Spiel hier komisch finde? Na? Du kannst alles halbieren, nur keine Menschen. Die bleiben ganz. Naja, vielleicht ist das ein Laserschwert, was nicht töten kann. Also, keine Ahnung. Nimm sie und geh. Ich locke sie weg. Nein! Alter, was hat Halluzination? Ja, ich halluziniere eigentlich träumig. In dem Spiel. Wie war das? Ihr wollt mich erledigen? Ihr könnt gerne alle herkommen. Kein Problem damit. Hoffentlich ist Verstärkung im Anmarsch. Ist schon traurig. Kannst du keinen Treffer einstecken? Ja. Wie er sich ganz geblieben ist, ne? Hä? Wie er tatsächlich ganz geblieben ist. Ja, ich halbier den halt tatsächlich so. Aber die bleiben halt einfach ganz. Bleib zurück, ich schaff das. Was? Du schaffst das? Du kriegst von mir gleich einen aufs Maul. Hierauf! Das schaffst du vielleicht. Ich glaube, er hat Angst. Alle verbündeten Einheiten am Boden. Also ich mag die Animation, wenn er so einen Finisher macht. So, noch mehr Kisten. Ja. Also es ist schon irgendwie komisch mit den Sequels. Vor allem die Charaktere, die da so eingeführt wurden.
Ein Stormtrooper, der desertiert, eher unwahrscheinlich. Ja. Ja. Vor allem alleine ein Stormtrooper, der was drauf hat. Das alleine schon ist. Es ist schon komisch. Ich werde ihn ausschalten. Guck, die können nur auf mein Lichtschwert schießen. Ich bin geliefert. Obwohl die treffen ab und zu mal. Naja, das war halt ein Nachteil des Imperiums. Die haben halt auf Masse gesetzt. Also, was war drin? Ja. Das ist halt so ein Problem. Du hast 5000 TIE Fighter gegen 20 gut ausgebildete X-Wing-Piloten halt. Hab dich gefunden, Eindringling. Jo, du hast mich gefunden und ich hab mich halbiert. Das sind eigentlich alles halbe Portionen nur noch. Das war halt schon komisch irgendwie. Ich krieg immer Paranoia, wenn die TIE Fighter hier vorbeifliegen. Dass ich gleich irgendjemanden wieder mal die Fresse weghacken muss. Ja, also komischerweise in dem Spiel können Stormtrooper treffen. Das ist komisch. Das ist was Neues. Ja, hast du Star Wars The Clone Wars geguckt gehabt? Nee. Nee? Nicht überhaupt, nee. Da sind die Droiden wie Stormtrooper. die können nicht treffen, die können nur treffen, wenn jemand in der Serie sterben muss. Dann können sie komischerweise schießen. Das finde ich komisch, das finde ich sehr komisch. Na gut. Naja, obwohl ich finde, Star Wars The Clone Wars hat halt einen großen Teil dazu beigetragen, dass die Sequels halt einfach besser wurden. Ja klar, ne? Wenn noch ein bisschen mehr Geschichte ist. Ja, also kann ich die nur ans Herz legen, Star Wars The Clone Wars. Also ich persönlich finde es auch immer noch eine sehr gute Serie. Und da ist ja letztes Jahr auch die neue Staffel rausgekommen, so mit Mandalorian zusammen. Ah, werde ich mir vielleicht auch mal reinziehen. Das Problem an Star Wars The Clone Wars ist, die Reihenfolge ist sehr durcheinander. Richtig durcheinander. Mein Freund, seit ich Mogano verlassen habe, habe ich mehr nicht über die Sepho erfahren, nacheinander als ich für möglich hielt. Schon, aber du springst in der ersten Staffel ziemlich oft noch in die zweite und dritte Staffel tatsächlich. Also, wenn du's richtig nach Reihenfolge gucken willst, meine ich. Mhm. Okay. Die haben in der ersten und zweiten Staffel haben sie da ein bisschen reingeschissen. Aber es ist großteils nach Reihenfolge. Ich habe mir das gestern oder vorgestern mal angeguckt gehabt. Weil mich das interessiert hat, weil ich Star Wars mal komplett in der Reihenfolge gucken wollte. Ich habe das immer so im Fernsehen so gesehen. So komplett durcheinander halt einfach. Hab zwar alle Folgen gesehen, aber halt nie richtig in der Reihenfolge. Ja. Und nee, es ist schon ein bisschen durcheinander halt. Was sie dort erzeugen. So, wer ist der Nächste, der hier aufs Maul kriegt? Ich. Ja. Ey, willst du jetzt auch noch? Die gehen mir mal gerade wieder dick auf die Säcke. Und eins. Hui. Ach, weniger Arbeit für mich. Oh Gott, der Ziegenbock. Könnte ein Problem werden. Der Ziegenbock ist es. Der war mal schwerer vom Gefühl her.
Ja, das was mich hier so ein bisschen an Star Wars Jedi Fallen Order stört, du hast keine Nebenquests, aber du hast riesige Welten, die du erkunden kannst. Hm. Das heißt zum Beispiel auf Dathomir, du rennst halt die komplette Welt quasi in der Story ab. Natürlich gibt es dann so Teile, die du dann noch selber erkunden kannst, aber du rennst vom Prinzip her die komplette Welt in der Story ab. Oh Gott, ich hasse ihn. Du kannst uns nicht belegen. Sag bloß vorsichtig. Dankeschön. Dankeschön, dass du mir meine Arbeit erleichterst. Vor allem, wie er vor sich schießen will. Direkt vor sich, wo ich gerade stehe. Schon dumm, ne? Scheiße. Ja, du fällst des Öfteren im Game runter, wenn du nicht weißt, wie es funktioniert. Zum Beispiel in dem Game, wenn du zur Ausbildung gehst, also du erlernst hier auch wieder Machtfähigkeiten, weil du am Anfang, du bist vom Imperium geflohen halt auch. Du als Cal Kestis und dann lernst du halt bei deinem alten Meister nochmal deine Machtfähigkeiten. Im Prinzip, die du halt, die konntest du davor schon, aber du hast halt verloren, weil du dich so lange versteckt hast. Ja. Das ist eigentlich ganz interessant, das Spiel von der Story. Und Disney hat das Ganze ja auch in Kanon und Legends mittlerweile unterteilt. Das heißt, das Spiel ist zum Beispiel kanonisch. Gleich einer aufs Maul. Vor allem hat ja Disney auch die EA-Exklusivität. Ja, ja, das finde ich ganz cool, weil das halt die Möglichkeit neu eröffnet. Eigentlich hätte EA ja noch 3 Jahre Exklusivität, ne? Ja. Ah gut, die Tür ist offen. Dann haben wir hier später keine Probleme. Ja, Jedi Fallen Order kommt ja von EA. Ja, alles in den letzten Jahren. Star Wars Battlefront und so. Das wollte ich halt gerade sagen, die waren ja aber halt so unzufrieden mit Battlefront 2. Es soll, ich hab letztens mehrere Artikel gelesen, dass Star Wars Battlefront ein neues DLC kriegen soll. Huch. This moment, wenn man nicht die Wand lang rennen kann. Und du kannst, Luna, du hast es sicherlich schon gesehen, hier gibt es diese Speicherpunkte, ja? Da kannst du auch Machtfähigkeiten quasi nochmal erlernen. Also besser mit dem Lichtschwert umgehen oder sowas. Los, Attacke! Ich bin an ihm dran! Und am Battlefront 3 soll auch angeblich schon gearbeitet werden. Ich bin der Letzte? Ja, du bist der Letzte und du kriegst jetzt gleich auch deinen Blaster zurück in den Kopf. Was ich jetzt gelesen hatte, war wohl halt das Ubisoft jetzt. Hey, Ubisoft soll auch eher so ein Open-World-Game, hab ich auch gehört. Das hört sich auch ganz geil an. Kennen die sich ja ganz gut aus. Welche Spiele haben die eigentlich so gemacht? Ich bin da gerade nicht... Zum Beispiel Far Cry, Assassin's Creed. Ja, stimmt, Assassin's Creed war das Game. Hier, Watch Dogs. Also, sie haben ja sehr, sehr viele Open-World-Spiele. Kells Verteidigung verbessert sich, dadurch erleidet er durch Angriffblocken weniger Ausdauerschaden. Ja, holen wir mal beides, ne? Ich guck so ein bisschen, dass ich im Moment meine Machtfähigkeiten so ein bisschen verbessere. Und nicht meine Angriffsfähigkeiten, weil da kriege ich später noch so viel Scheiß dazu. Hm.
kann mich hier halt, ich kann mich hier an ein paar Sachen noch erinnern, weil ich, erstens, weil ich ein bisschen angezockt hatte. Weil ich habe darauf sicherlich 2 Monate gewartet, bis mein neuer Computer halt kam. Und halt, weil ich, als das Spiel vor 2019 war das, glaube ich, rausgekommen ist, habe ich das halt, das Let's Play von irgendeinem YouTuber dazu geschaut. Ich glaube, es war Drachenburg oder sowas. Grüße gehen raus. Ja. Warum war ich jetzt mit meiner Maus draußen? Keine Ahnung. Gehen wir, BD1. Das einzige Spiel, wo ich halt Krampf hatte, irgendwie war das Rollen mal auf X. Hm. Weißt du, wie du deine Hand verkrampfen musst? Ich hab's jetzt wieder auf Alt umgelegt, weil es einfach angenehmer ist. Ah, da komme ich noch nicht hin, schade. Muss ich wohl außen rumgehen. Moin, Meister! Was? Du willst kämpfen? Das ist ein Schild. Ja, das ist ein bisschen an Star Wars Battlefront angelehnt. Wer hätte es gedacht? In Star Wars Battlefront gibt es bei dem schweren Truppler auch, der auch die Minigun hat. Zwar nicht für die Minigun ein Schild, aber für das Gewehr, was der hat, gibt es ein Schild. Ich sehe dich. Das ist schön, dass du mich siehst. Willst du jetzt ein Eis dafür? Deine Abwehr ist ziemlich gut. Ja, meine Abwehr ist ziemlich gut, aber deine ist scheiße, ne? Da sieht man mal gut, weil da sieht man mal, wie gut die Stormtrooper ausgebildet sind. Das sind Bestien. Ja, jetzt ja, super gut. Also bessere Soldaten habe ich noch nie gesehen. Hust, hust. Klonsoldaten, hust, hust. Haha, haha, ihr scheiß Wichser. Hey! Ja, ich erkunde selber hier nebenbei. An dem Game. Ach, komme ich später auch noch rein. Hoffentlich. Also es sieht so aus, da ist eine Kiste. Super, ich habe keinen Plan, was ich jetzt gleich machen muss. Rutschen. Ja, soweit bin ich aufgekommen. Ich weiß nicht mehr, ob das der richtige Weg ist oder ob ich jetzt irgendwo an Arsch der Welt komme. Ja, du kannst mich auch einfach mal am Arsch lecken. Bist du sicher, dass du ein Jedi bist? Ja, bin ich. Aber gegen Raketen kann ich nicht so viel tun. Wie er dich erstmal frontet, ey. Ja, das war full front an dieser Stelle, aber ich hab ihn dann ja richtig hops genommen, ne? So, und dann würde ich mal sagen, dann war's das jetzt auch für den ersten Teil. Ja, lasst eine Bewertung da, schaut bei Lunabore im Kanal vorbei. Schaut dann auch im zweiten Teil gleich vorbei. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Lasst gerne einen Kommentar da. Sonst noch irgendwas vergessen? Reingehauen!